Drama, keine Erfolgsstory über die Helden der Feuerwehr. Ich erwarte jetzt eine erfolgreiche Story, die etwas brandneues zeigt. Verstanden? Ja, klar. Gesucht, Journalist, der für Story mit Erfolgsgarantie durch die Zeit reisen will. Rette mich! Bitte, bitte, rette mich! Warum nicht? Tiefbahn, 6. Mai 1784. Großbrand im Dorf. Es ist dramatisch. Das Feuer wütet schon die ganze Nacht und ist nicht unter Kontrolle zu bringen. Es droht die Vernichtung des Dorfes, der Ernte und der Lebensgrundlagen für die Menschen. Alle Männer im Ort sind im Einsatz. Jeder versucht, das Feuer mit Ledereimer zu löschen. Zum Teufel bin ich jetzt gelandet. Louis Kaufmann. 27. März 1848. Mann, so. Hallo. Hi. Kennen wir uns? Nein, noch nicht. Wo bin ich hier? Sie sind auf dem Judenfriedhof in Schiefbahn. Und wir beide sind, das hier ist Bernd Kretschmann. Der ist Feuerwehrhistoriker des Löschzugs in Schiefbahn. Ach. Und ich bin Bernd-Dieter Röhrscheid und bin Historiker der Heimat- und Geschichtsfreunde Willig. Ah, und was haben Sie mit dem Ganzen hier zu tun? Im Rahmen unserer Forschungen haben wir festgestellt, dass hier auf dem Judenfriedhof in Schiefbahn drei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr begraben liegen. Darunter ist auch der Louis Kaufmann. Louis Kaufmann? Wer ist dieser Louis Kaufmann? Ja, Louis Kaufmann war in der damaligen Zeit ein ganz prominenter Jude hier in Schiefbahn, hat ein großes Manufakturwarengeschäft, wo alle Schiefbahner eingekauft haben, einer der größten Steuerzahler, und er ist auch Anfang des 20. Jahrhunderts bei den Gemeinderatswahlen mit einem Katholiken gemeinsam in den Gemeinderat Schiefbahn gewählt worden. Ja, und er saß dann gemeinsam mit dem Bürgermeister Kaspar Voss, der praktisch die Initiative für die Gründung der Feuerwehr eingeleitet hatte, an einem Tisch. Nicht schlecht. Interessant, interessant. Und wie war das jetzt mit der Gründung der Schiefbahner Feuerwehr? Wie kam es da? Rette mich! Bitte, bitte, rette mich! Ist das etwa Louis Kaufmann? Vielen Dank, meine Herren, dass ihr meiner Einladung gefolgt sind. Das scheint Bürgermeister Kaspar Voss zu sein. Ich weiß, es ist Sonntag, aber wir müssen über die Zukunft des Löschwesens in unserer Gemeinde sprechen. Es ist angeregt, freiwillige Feuerwehren zu bilden. Deswegen müssen wir zweimal im Jahr die Feuerspritzen kontrollieren, auf ihre Funktionsfähigkeit und der Regierung melden. Mein Vorgänger hat bereits eine Inventur angeordnet. Wie ist denn unser Bestand? Bestand: 3 Fahrspritzen, 20 Ledereimer, 10 aus Hanf, 69 Meter Schlauch, 2 Feuerleitern und 2 Feuerhaken. Mitglied der Feuerwehr kann jeder unbescholtene männliche Bürger werden, der das 17. Lebensjahr vollendet hat. Für die neue Schiefbahner Feuerwehr soll es 4 Abteilungen geben. Heinrich Tillmanns führt die Spritzenabteilung. Gastwirt und Logistiker. Josef Gerkhausen, Gastwirt und Trinkfest, leitet die Steigerabteilung, bestehend aus Steigern und Leiterträgern. Johann Dittges, der wortkarge Landwirt, zeigt sich verantwortlich für die Ordnungsabteilung. Landwirt Franz Heiß träumt vom eigenen Spargelhof. Er führt die Kufenfahrer an, die das Wasser zur Brandstätte schaffen. Und Sigmund Sörder, der Mann für die Finanzen, ist Schrift- und Rechnungsführer. Louis Kaufmann, der erfolgreiche Händler, sorgt für die Beschaffung der Ausrüstung. Chef der Schiefbahner Feuerwehr, der sonst als Bürgermeister Voss selbst.
Bei der Feuerversicherung beantragt er Zuschüsse zur Beschaffung von Löschgeräten. In seinem Schreiben weist er die Versicherung darauf hin, dass es in ihrem Interesse sein sollte, für eine gut ausgestattete Feuerwehr zu sorgen. Auf der Gründungsversammlung am 14. November 1886 werden die Statuten für die Schiefbahner Feuerwehr beschlossen. Rette mich! Bitte, bitte, rette mich! Ich bin mit dem Mädchen gerettet aus Großbrand. Durch organisierten und gut geführten Einsatz der Schiefbahner Feuerwehr konnte das Schlimmste verhindert werden. Da sind wir, 136 Jahre später, auf dem historischen Feuerwehr-Event hier auf Burg Linn. Ist kaum vorstellbar. Was wären wir ohne die Gründung der Schiefbahner Feuerwehr? Zweifellos eine wichtige Errungenschaft, die nur durch die Eigeninitiative einiger tatkräftiger Bürger heute Jubiläum feiern kann. Durch die Zeit gereist, Mo? Das nimmt dir doch keiner ab! Und wer will schon von so einer alten Kamelle was hören? Ja, hallo, mein Name ist Frank Petersen von der Stadt Willich. Ich habe gehört, Sie haben Probleme, Ihre Geschichte über die Feuerwehr loszubekommen. Könnte das nicht etwas sein für Willich History?